Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich möchte gerne mit euch eine neue Videoreihe starten. Ich werde sie Ihren Hype wert nennen. Das hier wird der erste Teil sein, in dem ich dann ein paar Produkte unter die Lupe nehme und mir ansehe, ob sie wirklich Ihren Hype wert sind. Ich werde mich auf keine Produktkategorie festlegen, Leute. Es kann Essen sein, Schönheitsprodukte oder auch Gesundheitsprodukte. Ich werde euch meine persönliche Meinung sagen und euch dann sagen, ob ich finde, dass die Produkte Ihren Hype wert sind oder nicht. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht, Leute, weil ich mir so dachte, ich würde gerne nochmal Allergielasenspray benutzen. Da sind wir übrigens schon bei dem ersten Produkt. Ich werde das mal kurz benutzen und euch dann was dazu sagen. Ich habe mir jetzt also ein Allergen-Nasenblocker-Spray in die Nase gesprüht. Das liegt daran, dass ich leider zu den Personen gehöre, die an Allergien leiden. Ich hatte Glück, ich war in Mexiko größtenteils verschont, ich hatte kaum Allergien. Aber seit ich wieder in Deutschland bin, hat sich das geändert und ich habe die volle Ladung an Pollen und Gräsern und an allem abbekommen und merke es deutlich. Jetzt kann man verschiedene Dinge gegen Allergien tun. Ich persönlich bin immer mit Allergien-Nasensprays recht gut gefahren. Gerade laufende und juckende Nasen bei Allergien sind einfach nur grauenvoll, man leidet total drunter. Und rausgehen im Sommer bei super schönen Wetter macht einfach durch Allergien keinen Spaß, Leute. Ich kann mich an eine Situation erinnern, dann bin ich um den wunderschönen Aasee gefahren mit dem Fahrrad. Der Aasee ist ein sehr schöner See in Münster, wo man spazieren gehen kann und auch Fahrrad fahren und solche Dinge. Wir wollten uns damals mit Freunden treffen und ich bin angekommen, ich hatte knallrote Augen, meine Nase lief wie verrückt, ich habe kaum Luft bekommen, habe total nasal gesprochen und ganz ehrlich, der ganze Nachmittag war für mich körperlich einfach gelaufen, weil ich so angestrengt war und es war einfach super schade. Ich hätte so viel Spaß haben können an diesem Nachmittag, aber ich war einfach nur den ganzen Tag mit meiner Allergie beschäftigt. Gerade wenn ihr wisst, okay, ich gehe jetzt in einen Wald und ich habe Allergien, sind solche Nasensprays einfach unfassbar hilfreich. Ich probiere jetzt gerade ein neues Nasenspray aus. Eigentlich habe ich seit Jahren immer dasselbe gehabt. Das war jetzt gerade ausverkauft, deswegen habe ich mir jetzt ein anderes geholt. Bisher ist es auf jeden Fall genauso gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es jetzt den Härtetest übersteht, aber jetzt so Alltagssituationen und so übersteht das Nasenspray tatsächlich auch sehr gut. Das andere, was ich vorher hatte, das war von Abtei, das hat alles getoppt, Leute. Das war seit Jahren mein Nonplusultra-Allergieprodukt. Nasenjucken war weg. Auch der Schnupfen und alles. Oh, es war so eine Bereicherung in meinem Allergieleben, Leute, wirklich. Jetzt hat dieses Nasenspray, was ich vorher seit Jahren benutzt habe, so einen kleinen Nachteil. Es brennt 2 Minuten in der Nase. Also ihr sprüht euch das rein, dann brennt es 2 Minuten. Das ist tatsächlich so ein bisschen nervig, aber wirklich, es funktioniert unfassbar gut. Das, was ich mir jetzt geholt habe wiederum, ist super für den normalen Alltag, wo man jetzt nicht ganz so krass mit Allergenen in Kontakt kommt, beziehungsweise wo ihr euch jetzt nicht komplett radikal in einen Wald reinsetzt oder 3 Stunden im Wald spazieren geht, wenn ihr wisst, ihr habt eine Allergie. Das ist jetzt mehr so für den Alltag im Sinne von, ich laufe durch die Gegend und es kommen mir ein paar Pollen entgegengeflogen, aber ich setze mich jetzt nicht 5 Stunden in den Wald. Dafür ist das, was ich jetzt gerade benutze, auch top und der Vorteil ist, es brennt nicht in der Nase, Leute. Und ja, Allergienasensprays sind dementsprechend auf jeden Fall ihren Hype wert. Wenn ihr unter Allergiesymptomen leidet, werden diese auf jeden Fall eure Symptome lindern und ihr werdet euch besser fühlen. Produkt Nummer 2, was wir jetzt unter die Lupe nehmen werden, ob es seinen Hype wirklich wert ist, Zuckeralkohole, liebe Leute. Ich bin eine Person, ich habe jahrelang gar keinen Haushaltszucker gehabt. Ich habe mir dann später irgendwann einen gekauft, weil ich angefangen habe, Tee zu fermentieren und Kombucha zu produzieren. Und die Kultur braucht Zucker. Aber ich für mich persönlich benutze tatsächlich nie Zucker in meinem Haushalt. Jetzt hat man manchmal so Situationen, da möchte man irgendwas so ein kleines bisschen süßer haben. Zucker ist jetzt aber nicht das gesündeste Lebensmittel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber was ist genau mit Zuckeralkoholen? Haben sie Vor- oder Nachteile? Sind sie ihren Hype wert? Sind sie den Preis wert? Vorteil Nummer 1 an Zuckeralkoholen ist auf jeden Fall, dass sie weniger oder keine Kalorien haben. Das ist natürlich relevant, gerade bei Übergewicht oder generell, wenn man nicht zunehmen möchte und doch keine unnötigen Kalorien zu sich nehmen möchte. Aber auch aus der Blutzuckerperspektive ist es natürlich kontraproduktiv, jetzt unnötig seinen Blutzucker total hochschießen zu lassen, indem man Zucker konsumiert. Auch für Diabetiker kann das von Vorteil sein, wenn man etwas süßen möchte, aber möglichst keine Auswirkungen auf den Blutzucker haben möchte dabei. Habe ich schon erwähnt, dass bestimmte Zuckeralkohole tatsächlich einen positiven Einfluss auf eure Zahngesundheit haben können? Ich sag mal so, ich habe jetzt schon sehr viel von dieser Packung aufgebraucht. Ich muss dazu aber auch sagen, die Packung steht jetzt schon eine Weile bei mir rum. Ich süße generell nicht viel, aber wenn ich süße, dann auf jeden Fall lieber mit Zuckeralkohol statt mit Zucker. Sind Zuckeralkohole also ihren Hype wert? Wenn ihr Zuckeralkohole nicht im Übermaß konsumiert und sie gut vertragt, sind Zuckeralkohole auf jeden Fall ihren Hype wert. Sie haben einige Vorteile, die ich euch bereits aufgezählt habe. Hallo? Wiederhören. Wiederhören, Leute. Wörter, die ich sonst nicht benutze und auch nicht so meine, wenn ich sie benutze. Ah, jetzt wurde ich rausgebracht. Wo war ich denn? Toll. Fazit. Zuckeralkohole sind ihren Hype wert. Wenn ihr sie vertragt, mehr auf eure Kalorien oder auch auf euren Blutzucker achten möchtet, definitiv.
Wenn ihr jetzt kaum Zucker benutzt, macht es keinen großen Unterschied. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte hier und da ein bisschen meinen Zuckerkonsum reduzieren, weil ich sowieso zu viel Zucker benutze, ist es vielleicht eine sinnvolle Alternative oder auch Ergänzung. Ihr dürft aber auch Zuckeralkohole nicht komplett überkonsumieren. Ihr müsst schauen, wie gut ihr Zuckeralkohole vertragt. Es gibt einige Menschen, die gerade im Übermaß Verdauungsprobleme bekommen. Dementsprechend testet das für euch. Guckt, ob ihr es vertragt und ob ihr euch damit gut fühlt und ob euch es schmeckt. Ich persönlich finde, Zuckeralkohole sind tatsächlich genau die Produkte, die tatsächlich am nächsten an Zucker drankommen. Von der Konsistenz und vom Geschmack, aber halt mit den geringsten Nebenwirkungen. Ich habe euch ganz bewusst das Produkt, was ich jetzt gerade aufbrauche, nicht gezeigt. Das ist nämlich nicht mein Favorit. Das, was ich jetzt hier habe, ist Erythrit. Ich persönlich finde Xylit aber authentischer. Dementsprechend verlinke ich euch unten meinen Lieblingszuckeralkohol, den ich euch komplett empfehlen kann. Produkt Nummer 3. Sind Nahrungsergänzungsmittel ihren Hype wert? Kritische Frage, liebe Leute. Das kommt tatsächlich immer drauf an. Einfach so aufgeglückt, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen und einzunehmen, ist eher kontraproduktiv. Ihr wisst nicht, in welcher Dosierung ihr überhaupt Nahrungsergänzungsmittel benötigt, geschweige denn, ob ihr einen Mangel habt, ob ihr nicht vielleicht überdosiert und wie gut das Produkt tatsächlich ist, was ihr euch gekauft habt. Falls ihr euch fragt, ob ich Nahrungsergänzungsmittel hier habe, ja. Wieso habe ich also Nahrungsergänzungsmittel hier, wenn ich euch doch gerade gesagt habe, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ich weiß, dass ich tatsächlich zu bestimmten Mängeln neige. Ich habe Bluttests beim Arzt gemacht und dabei ist ein bestimmter Mangel rausgekommen. Das heißt, ich supplementiere das, was mir tatsächlich fehlt, wo ein Mangel nachgewiesen wurde. Ich überdosiere das nicht. Ich habe schwarz auf weiß den Mangel bewiesen und somit reduziere ich natürlich potenzielle Nebenwirkungen. In regelmäßigen Abständen lasse ich mein Blut tatsächlich auch nochmal checken und gucke, okay, habe ich denn überhaupt noch einen Mangel? Wenn man nämlich keinen Mangel hat, liebe Leute, kann man tatsächlich Schaden anrichten mit zu hoch dosierten, unnötigen Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel immer Schaden hinzufügen, aber es ist potenziell möglich, wenn man es überdosiert und gar keinen Mangel hat. Gerade bei zum Beispiel fettlöslichen Vitaminen, die sich im Körper ansetzen. Falls ihr das Gefühl habt, euch fehlt vielleicht irgendwas oder ihr könntet einen Vitaminmangel haben, lasst euer Blutbild checken, fragt euren Arzt, müsst ihr irgendetwas supplementieren oder ist es unnötig? Könnt ihr vielleicht einfach mit eurer Ernährung irgendetwas ändern? Oder benötigt ihr tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel? Vieles kann man auch einfach mit der Ernährung regeln, deswegen geht zu eurem Arzt des Vertrauens und fragt dann nochmal nach, bevor ihr euch einfach auf gut Glück irgendetwas kauft. Sind Beauty-Schwämme ihren Hype wert? Kurz und knapp, ja. Bei richtiger Anwendung. Ich habe nämlich jetzt schon öfter gehört, okay, ich finde Beauty-Schwämme irgendwie nicht so cool, die sind ihren Hype gar nicht wert. Ich muss da widersprechen. Viele Menschen glauben, man benutzt diesen Beauty-Schwamm einfach, indem man da Make-up drauf tut und dann fängt man an. Ihr müsst den Schwamm vorher nass machen, ausdrücken und dann tut ihr Make-up drauf. Und dann wirkt ein Beauty-Schwamm Wunder, Leute. Genau dann ist ein Beauty-Schwamm definitiv seinen Hype wert. Wenn ihr jetzt auf einen trockenen Beauty-Schwamm Make-up drauf tut, werdet ihr keinen Unterschied feststellen, höchstens einen negativen. Sind Brillenputztücher ihren Hype wert? Ich persönlich finde, Brillenputztücher sind ihren Hype wert, wenn ihr die richtigen kauft. Die ich jetzt habe, sind deutlich günstiger als die ich liebe. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die haben mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Das sind nämlich die von Sidolin und ich dachte mir so, ja komm, wenn Sidolin noch so ein gutes Putzzeug hat fürs Fenster, dann sind die Brillenputztücher für Gläser bestimmt auch Bombe. Und ich bin enttäuscht, Leute. Ich bin enttäuscht. Sie schmieren und sie fusseln. Sie sind schon besser als die DM-Eigenmarke, aber sie sind noch lange nicht so gut wie mein Lieblingsprodukt. Ich bin ja ein riesengroßer Fan davon, immer günstigere Alternativen zu finden. Bei Brillenputztüchern muss ich sagen, das bringt's nicht. Es bringt's einfach nicht. Ich habe noch keine Brillenputztücher gefunden, wo ich sage, okay, sie sind gut und super, super günstig. Es gibt von Mr. Spex Brillenputztücher, die gleichzeitig auch Anti-Beschlagtücher sind. Jetzt natürlich gerade in der Pandemiezeit und wenn man mal irgendwie eine Maske trägt im Bus oder so, optimal. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so eine saubere Brille gehabt wie bei diesen Tüchern, Leute. Man benutzt ein Tuch, sie sind super ergiebig und die Brille beschlägt nicht mehr. Das ist mein persönliches Nonplusultra-Produkt und ich habe immer wieder irgendwie günstigere Produkte versucht, weil ich finde tatsächlich, die sind schon relativ teuer. Ich glaube, die kosten so um die 5 Euro oder so. Ich muss da mal googeln. Aber die sind halt definitiv ihren Hype wert. Alle günstigeren Brillenputztücher, die ich bisher ausprobiert habe, leider nicht. Falls ihr jetzt aber sagt, es ist es mir wert, eine saubere, nicht beschlagene Brille zu haben, dann kann ich euch die Dinger nur empfehlen. Liebe Leute, das war... Ah, nein, das war es noch gar nicht mit meinem Video. Das wichtigste Produkt fehlt. Ein letztes Produkt fehlt noch, liebe Leute, was ich persönlich wirklich nicht seinen Hype wert finde. Die meisten Frauen werden mir jetzt widersprechen, aber es gibt wirklich bessere Spielzeuge. Der Satisfyer Pro wurde so krass gehypt, nicht nur von bestimmten Internetseiten, sondern auch einfach von den Frauen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, aber es gibt doch so viel bessere Spielzeuge. Leute, ich werde euch ein komplett underrated Spielzeug verlinken, was einfach nicht so bekannt ist und was 3000 Mal besser ist,
allen Frauen, denen ich es empfohlen habe, wirklich alle Frauen sind so begeistert, die sind so angetan. Zwischendurch haben mir die Frauen gesagt, leider, du darfst es nicht weiter sagen, aber mein Freund hat mir auch schon mal ein Spielzeug geschenkt, ich werde es ihm auch niemals sagen, aber das, was du mir empfohlen hast, ist 1000-mal besser. Ich wollte es nochmal hier kurz erwähnen, ja, es gibt viel bessere Spielzeuge. Es ist ein ähnliches Konzept in dem Punkt, als dass beide die Klitoris stimulieren. Das Spielzeug, was ich euch empfehle, hat viel mehr Funktionen. Es kann vibrieren und pulsieren, ihr könnt die Stärke einstellen und es hat auch eine Form, die ihr euch überall dran halten könnt. Es ist also nicht so klitorisorientiert. Es hat also viel mehr Funktion, viel mehr Power, sieht cooler aus übrigens und macht viel mehr Spaß, Leute. Hat dieses Spielzeug irgendeinen Nachteil? Ja, so einen kleinen Nachteil. Es ist relativ schwer. Ich persönlich bin aber so angetan von dem Spielzeug gewesen, ich habe es mit nach Mexiko genommen, liebe Leute. Es war mir egal, ich habe tatsächlich auch dieses Spielzeug wieder zurück mitgenommen und dafür 2 Kilo an Wäsche weggeworfen, damit ich dieses Spielzeug mitnehmen kann. Weil ich tatsächlich das Spielzeug wirklich priorisiere. Ich würde mich immer für dieses Spielzeug entscheiden, liebe Leute. Wie gesagt, ich habe ganz genau dieses Spielzeug mitgenommen und kein anderes nach Mexiko. Ich finde, das sagt schon alles. Liebes Eisdating, ich weiß nicht, wollt ihr so eine Kooperation mit mir haben? Ich würde unfassbar gerne über eure Produkte sprechen. Ihr habt da so ein paar coole. Okay, kommen wir zurück zur Sache, die Nachteile. Einer der Nachteile ist auf jeden Fall das Gewicht. Müsst ihr euch das jetzt auch nicht irgendwie vorstellen, als wäre es dann 10 Kilo schwer oder so. Aber es wiegt halt schon mehr als so ein kleiner Plastik-Satisfier. Nachteil Nummer 2, es ist ein bisschen lauter. Ich persönlich finde, es gibt auf jeden Fall noch lautere Spielzeuge. Das ist jetzt halt so ein bisschen lauter. Es kommt halt auch drauf an, wo ihr das jetzt irgendwie gerade dran drückt. Immer diese Details. Es tut mir leid für die Details, Leute. Der Punkt ist, ihr werdet so viel Spaß haben. Euch interessiert nicht, wie schwer das Spielzeug ist. Euch wird definitiv nicht interessieren, ob es jetzt irgendwie ein bisschen lauter ist oder nicht. Dreht Musik auf. Leute, es lohnt sich. Dieses Produkt revolutioniert Frauenleben und Frauenorgasmen. Und wäre ich ein Mann, ich glaube, ich würde diese Art von Vibration auf jeden Fall auch an meinem potenziellen besten Stück ausprobieren. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich für mich sprechen kann auf jeden Fall sagen, das Produkt ist genial. Alle meine Freundinnen haben mir bestätigt, dass es das coolste Produkt ever ist in diesem Bereich. Das heißt, es liegt nicht nur an meiner persönlichen Wahrnehmung, sie finden es tatsächlich alle besser als den Satisfier. Und genau deswegen, finde ich, muss ich ihren Hype wert und dieses underrated Produkt auf jeden Fall mal kombinieren, weil ich finde, dieses eine Produkt, also der Satisfier, ist seinen Hype nicht wert, weil es dieses underrated Produkt gibt, was definitiv 3000-mal besser ist und alle Erwartungen übersteigt. Das war's jetzt schon mit meinem Video, liebe Leute. Ich hoffe, da war das ein oder andere dabei, was ihr spannend und interessant fandet, was euch irgendwie weitergeholfen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Meine Stiefmutter hat mir geschrieben, leider, du bist richtig cool. Ich weiß noch nicht wieso, ich muss sie gleich mal anrufen und fragen. Aber sie hat mir gesagt, ich bin richtig cool. Das liegt daran, dass ich leider...